Sattel. Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Schwingen Wing entspannenden Folge City Skylines. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. So, wir sehen hier unser Städtle Kings Bay. Ich war mal so frei und habe hier noch ein Viertel Häuser hingesetzt. Nichts Weltbewegendes, einfach eine kleine Querstraße. Zwei links und rechts abgehend mit ein bisschen hier Fußgängerweg, ja. Und Häusern, damit wir an die 36.000 kommen. Die haben wir jetzt locker. Dadurch haben wir hier hinten noch ein Feld gekriegt, was ich gekauft habe, was wir aber heute bearbeiten wollen. Und zwar möchte ich da Folgendes machen, nämlich eine Forstindustrie rein. Ja? Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen, weil das ist ja nicht ganz eben hier. Das ist aber nicht schlimm, das passt. Das hier gefällt mir natürlich nicht so. Das Problem ist, wir kommen an das Stück Straße nicht ran und wir kommen hier an die Straße nicht ran. Das heißt, wir müssen wieder warten, bis wir das freischalten können. Ne? Ist ein bisschen ne, aber was willst du machen? So, können wir hier irgendwie eine Straße reinmachen? Das würde mich mal interessieren. Wir können so eine ganz, ganz normale nehmen. Geld ist ja im Moment nicht das Problem. Wir machen 19.000 plus, haben 6,6 Millionen. Eieieiei, ich glaube hier sowas. Two-Lane Plain Street. With available parking spaces supports local traffic. Ich glaube, wir nehmen mal sowas ganz Normales hier. Gucken wir mal. Alter, es gibt so viele hier, ne? Es gibt so viele und du kannst noch ohne Ende Straßen runterladen. Du weißt echt nicht mehr, was du hier nehmen sollst. Three-Lane Asymmetrical und schmeiß mich weg und oh, Wahnsinn. Ich glaube, ich bleib einfach bei den ganz Normalen. Wie gesagt, das ist... Können wir die hier so... Wenn ich das so mache... Würde gehen, sähe aber bescheuert aus, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal aus, ja? So. Und dann machen wir das auch mal direkt. Den hier. Machen wir das mal so, dass sie hier drankommen können. Ich möchte das nicht so ufti-bufti haben. Ich möchte... Boden zwingt den Boden, die Höhe der Straße zu folgen. Nein. Erhöht, erzwingt den Einsatz erhöhter Teile, falls verfügbar. Nope. Erzwingt eine Brücke. Erzwingt Tunnel. Nein. Normal, nicht modifiziertes Platzieren der Straße. Das heißt, wenn ich das jetzt hier reinbaue, so, geht die runter, ne? Das will ich ja nicht. So. Das heißt, wir machen das mal runter. So, war da nicht was? Follow, was ist denn das hier? Straßenbiegung ein aus. Zwingt den Boden der Höhe der Straße zu folgen. Probieren wir das mal aus. So. Da ist die Straße. Ich wollte halt, dass die Straße der Höhe folgt. Ja? So, aber dann haben wir ja dasselbe Problem. Als wenn wir das haben. Hm. Müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Zur Not machen wir es später nochmal ganz, ganz neu. So, Forstindustrie wollte ich nehmen. Und zwar brauchen wir dafür erstmal das Startgebäude. Ne? Hauptgebäude legt ein nicht zugewiesenes Industriegebiet auf Forstwirtschaft fest, sodass dieses aufgestuft werden kann. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder hier. Ne? Beise Industrie, wo ist das? Industriegebiet übermalen. Hätte ich gerne. Geht das hier? Geht so. Können wir auch erstmal klein machen hier und später noch erweitern. Junge, ruckelt das gerade. Warum? Florenz Industriebesitz. Aha. Interessant. Wenn ich das jetzt reinsetze, haben wir bestimmt wieder Neues. Wetten wir? So. Okay. Forstindustrie, Marsch. Mach mal zu. Mach mal zu. Jetzt will ich mal sehen, ob wir jetzt wirklich wieder zwei übereinander haben oder nur eins. Nein, ist eins. Florenz Holzproduktion. Wunderbar. So, jetzt kann man ja schon mal ein bisschen anfangen. Ich muss übrigens die Anarchie ausmachen, sehe ich gerade. Nicht, dass ich wieder sonst einen Murks baue. Wie kriegen wir das jetzt hier hin, dass das schön aussieht halbwegs? Wie? That's the problem. Wir müssen ja jetzt auf jeden Fall für die Holzindustrie mal gucken, was wir hier alles bauen können. Wir können ja die Baumplantagen bauen. Die brauchen ja immer Bäume dazwischen. Wir haben hier eine Sägemühle. Die könnten wir schon vielleicht direkt an den Rand hier machen. Wobei ich persönlich, ich hasse es immer, wenn da so Lücken zwischen sind.
muss ich sagen. Ich bin echt so ein... furchtbar. Ganz, ganz furchtbar bei mir. Immer dieses Rechtwinklinge. So, siehst du? Jetzt hast du hier wieder die Bobbles. Jetzt könntest du eigentlich das hier nehmen und überall auf die Höhe machen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ist ja schon hier, ne? Guck, dann geht die da runter. Dann könnten wir hier hinten das Sägewerk dran machen. Sägewerk? Ja, Sägewerk. Kommt hier hin. So. Und das ist halt dann das Problem des Spiels, ne? Guck dir das mal an, wie das jetzt aussieht hier. Bob, runter. Hier so senkrecht runter. Genau aus diesen Gründen baue ich nicht gerne im Hang, sondern halt immer schön flach. Aber wir lassen das jetzt mal. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir später eh ein neues bauen werden. Wenn wir denn dann die ganze Karte frei haben. So, ein Lager brauchen wir natürlich auch. Das kann direkt auf die andere Seite vom Sägewerk hier. So. Ja. Zeig mir mal den 40-Tonner mit Baumstämmen, der hier hochkommt, ne? Sag ich nur. Mehr haben wir noch gar nicht, ne? Nö, mehr haben wir nicht. Das heißt, jetzt können wir hier noch so kleine Baumwurzels hinreinmachen. So und so und so. Machen wir die mal alle. Da geht nichts, aber hier. Die können wir hier dran machen. So dran machen geht hier nur eins. So, dann haben wir erstmal so ein ganz kleines, rudimentäres Forstindustriegebiet, was dann auf jeden Fall noch nach und nach aufgewertet werden muss. Und dann müssen wir uns halt überlegen, ob wir das hier lassen und schön ausbauen dann noch. Oder ob wir da das Ganze verlegen und woanders hinbringen. Jetzt müssen wir erstmal hier lang, dann müssen wir hier lang. So, da dran. Zack. Strom haben wir. Strom haben wir. Sehr gut. Wasser haben wir jetzt auch. Verfügbarer Strom wird langsam wieder knapp, ne? Da müssen wir auch mal gucken. Wenn du ein gutes Kraftwerk kennst, ja, im Workshop, dann hau den Namen hier rein. Bitte keinen Link, weil der landet im Spam-Ordner. So, einfach mal der Name, wonach wir suchen müssen. Würde mich interessieren. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, das dauert ja auch ein bisschen, bis die kommen. Die haben hier Bäume, die müssten eigentlich funktionieren, ne? Oder meckern sie rum, sie haben keine Bäume. Sollten das Ganze vielleicht mal schnell machen. Dann gucken wir mal, was passiert. Vor allem, was da passiert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Industriegebietsinfo. 0. Beschaffung 22 Tonnen. Eigenproduktion 100%. Super. Die müssen halt erstmal hier laufen. Und wir haben, glaube ich, keine Arbeiter. Ne? Arbeiter bis zur nächsten Stufe. 80 von 150. 42 von 500. Da kommen sie schon. Sehr gut. Guck, jetzt schleppen die wieder das Holz hier rein. Die müssten das dann direkt hier rüberfahren. Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Schnittholz. Ja, logischerweise. Logischerweise, ne? Logischerweise machen sie Schnittholz. So. Ich bin echt gespannt, wann City Skylines 2 kommt. Ich freue mich so mega darauf. Ah, das wird direkt gesuchtet werden, Leute. Direkt. Übrigens, gucken wir mal nach den Kommentaren. Er spielt HD. Schreibt Monorail mit Applaustütchen hier. Sehr gut, ne? Sehr gut. So, die haben immer noch nichts hier. Lager voll. Die brauchen das ausgewogen. Ja, lassen wir mal ausgewogen. Füllen, leeren, ausgewogen, passt. Ich weiß nicht, wird das erst voll hier und dann hier reingebracht? Das ist alles zu lang her, ey. Alles zu lang her. Nicht genügend Rohstoffe. Was fehlt denn? Rohholzprodukte, aber die liegen ja hier drin. Mittlerweile 88 Tonnen. Kannst du ruhig nehmen, mein Freund. Buchen? Ugh, was gibt's denn sonst noch? Eichen? Erlen? Ugh. Dann bleib bei dem Buchen. Oder? Nee, nehmen wir Eichen. Sieht alles gleich aus hier. Wohl, das hier sind auch Buchen. Müssen alles Eichen sein. Alles Eichen. Jetzt arbeiten sie. Sehr gut. So, jetzt nur die Frage, wo bringen sie das hin? Wir brauchen auch noch ein Lager hier, ne? Weil das Schnittholz, das kann ja nicht hier auf dem Holzplatz liegen. So, hier ist nix. Was ist das?
Forstwirtschaftszaun. Als wenn die Forstwirtschaft mit so einem Zaun hier umrandet werden würde. Das glaube ich nicht. Erzindustrie, Lagerhäuser. Gib mir einfach mal ein ganz kleines hier neben. So, zack. Gucken wir mal. Gelagerter Rohstoff. Schnittholz. Bitteschön. So. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ne? Guck dir das mal an, wie das aussieht. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das ist ja wohl ein Witz. Oh, ich lasse das mal so. Ich kann das noch hier reinschieben oder so. Nein. Lassen wir es mal so. Hier bleibt es. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen hier. Vielleicht mache ich das auch nochmal schön zwischen den Folgen, wenn ich Lust und Laune habe. Wer weiß. Wir schauen. So, auf jeden Fall hat er kurze Wege hier. Das ist schon mal gut. Mach mal aus. Genau, Schnittholz ausgewogen. Wird von Holzwerkstofffabriken und Sägemühlen produziert. Kann nicht importiert werden, muss lokal produziert werden. Kann gegen Geld exportiert werden. Das ist gut. 8% voll. Fracht-LKW haben wir natürlich keine. So. Ging schnell, wa? Ich hätte gerne Stufe 2. Aber das dauert wohl noch ein bisschen. Wir brauchen die Arbeiter. Wir brauchen auf jeden Fall... Alter, haben wir viel hier. Wir könnten noch eine zweite Sägemühle dahin bauen. Definitiv. So, nein. Kommst du hier hin? Jawohl. So, zack, da haben wir zwei Mühlen. Das passt. Die kriegen auch direkt Holz zum Verarbeiten. Sehr gut. Können sie Holz machen. Verkehr ist bei 77%. Wo auch immer der jetzt wieder an ist. Ich habe keine Ahnung. So. Wir brauchen Häuser. Was machen wir denn? Müll. Haben wir schon lange nichts mehr dran gemacht, ne? Wir müssen hier noch irgendwo eine Müllverbrennung hinsetzen. Kriegen wir die irgendwie hier oben hin? Wo könnten wir die hinsetzen, ohne dass sie stört? Das ist hier die Frage. Das ist die Frage. Hier ist natürlich bestes Bauland. Da wäre es dämlich. Da könnten wir nur den hier mal runterbauen. Dann können wir hier nämlich noch ein paar Häuschen hinsetzen. Die sind gerade, ne? Jo, zack. Sehr gut. Aber jetzt lasse ich das so, weil ich will das hier nicht dran machen. Jetzt haben wir nachher hier das Problem. Das ist halt das Problem, wenn du sagst, so, ich mache das nur, wie heißt es? Ich mache das Stück für Stück und schalte mir das immer frei, ne? Das ist dann ein bisschen meh. Jetzt kannst du den hier oben langziehen nochmal. Bis hierhin. Ach, das wird schön, quadratisch praktisch gut. Man kennt ihn. Ach, die sind wieder erhöht, ne? Und nicht ganz gerade. So, naja. Was haben wir jetzt? Nehmen wir mal die hier mit dem Mittelstreifen. Fände ich ganz cool. Könnte man hier noch ansetzen. Einmal durch. So. Warum zum Teufel ist das jetzt wieder nicht gerade? Ich verstehe es nicht. Guck mal, was der da für Klippeldinger reinmacht. Das ist so lächerlich. Aber da machen wir jetzt anderes. Wir brauchen eh wieder Häuser und Gewerbe. Machen wir den mal da. Den machen wir hier. Da wirst du gar nicht hinkommen. Kommst du nur so hin. Dran vorbei. So. Das hier können wir direkt freilassen für Monorail. Wäre ich für. Wir holen mal Wasser. Da müssen wir auch wieder nachgucken. Abwasser und so weiter. Ey, es ist Wahnsinn, was du hier alles brauchst mittlerweile. Echt krass. Echt krass. So, Wasser ist da. Wasser brauchen wir, Abwasser, Strom vor allem. Das dauert nicht mehr lang. Aber wir könnten mittlerweile sogar ein Atomkraftwerk bauen, ne? Aber will ich das? Oder das Ölkraftwerk hier, Natural Gas Power Plant aus dem City 4. 5000, 8000.
640, 450. Lärmbelästigung 60, Verschmutzung 0, natürlich. Ja, weißt du, die haben keine Verschmutzung. Ja. Also manchmal. So, jetzt erstmal schön machen, ja. Eine. Zwei. Sehr gut. So, jetzt gucken wir, was es sonst noch so gibt. Wie wäre es mit Grundschulen? Am besten direkt eine große hier rein. So. Erweiterte Schulen haben auch nicht mehr viel Kapazität. Kann auch hier rein. Feuerwehr. Packen wir mal hier auf die Ecke. Da ist eh hässlich wie die Nacht von Gebäuden her. So. Polizei können wir auch gebrauchen. Wir machen so viel Gewinn hier im Moment. Da können wir auch mal ein bisschen was für die Leute tun. Ne? Polizeihubschrauber-Depot. Police Station Medium. Da müssen wir echt mal gucken. So, was haben wir hier hinten? Ich wollte noch zum Sport und so. Wo war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Allgemeinkrankenhaus. Hier sind nur die ganzen Krankenhäuser und so, ne? Yoga-Garten. Nein, hier. Öffentlicher Swimmingpool. Der kann auch noch so hier rein. Dann können die Kinder direkt hier schwimmen haben. Schwimmunterricht. Hier hast du noch Fitness- und Turnhalle. Kann auch hier rein. Machen wir das ganze Zeug. Rettungshubschrauber-Depot brauchen wir jetzt noch nicht. Sehe ich nicht. Kinderkrankenhaus. Könnte auch auf die Ecke hier. Passt. Mann, wir haben echt Glück, ne? Wir haben echt Glück. So, Basti schreibt, ganz unterschiedlich bei mir, bin viel auf Twitch und auch mal auf YouTube, kommt bei mir auf den Content an, da spielt die Plattform keine Rolle. Monorail Top, eine Mitfahrt in der Ego-Perspektive wäre cool gewesen. Können wir gleich noch machen mit der Mitfahrt. Dann können wir da nebenher ein paar Kommentare noch lesen. Dann heben wir uns mal ein paar auf. Ich weiß gar nicht, wie viele noch da sind. Ich kann ja mal hochscrollen. So, eins, zwei, drei. Vier Stück sind noch da, drei davon vom Fuhai. Oh, oh. Ich ahne Böses. So, nein, Spaß. Ne? Puhai, du bist ja auch ein ganz Lieber. So, und hier darf ja jeder offen und ehrlich seine Meinung sagen. Da bitte nicht. Da auch nicht. Weil es wieder miteinander verbunden ist. Da will er es wieder dahin machen. Ne? Dann machen wir den hier. So, und das lassen wir frei. Hier könnte was rein. So, hier kann was rein. In diese Richtung. Das lassen wir frei. Wie sieht's hier aus? Da machen wir was hin. Hier machen wir was hin. Und dann ist hier schon wieder frei, ne? So, da bin ich mal gespannt. Da oben kann noch was hin. Ich klatsche das jetzt gnadenlos voll hier. Und mach da nicht irgendwie groß, schwupp, schwupp. Großen Park hin oder so, ja. Das lassen wir mal. So, hier könnten wir Gewerbe hinmachen. Zack, gucken wir mal, was da rauskommt. Ich bin gespannt. Irgendein Käse wieder, retten wir. Den wir nicht gebrauchen können. Aber es wird. Es wird. Guck, was ist jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Florenz Holzproduktion hat Stufe 2 erreicht. Biopelletfabrik, Möbelfabrik, Sägemehllager, Forstwirtschaft, Arbeiterunterkünfte. Kleines Baumsetzlingfeld. Die Frage ist, wo hauen wir das jetzt hin? So, die wachsen. Dann gehen wir mal gucken. Wir brauchen eine E-Industrie. Was das gibt hier. Wahrscheinlich gibt das hier nur Chaos an dieser Kreuzung. Das wird nur Chaos geben. Wir könnten das ja in Terrassen machen, ne? Ich glaube, wir machen das auch in Terrassen. Wir versuchen das jetzt mal direkt. Mehr wie die ganze Gegend verschandeln können wir nicht. Aber das bist du ja gewohnt von mir. So, siehst du, wie hoch das ist hier, ey? Was meine ich? Pinselgröße, gib mal her. Diese Höhe. So, dann machen wir nämlich so um den Berg rum eine Terrasse. Hier wird es schon ganz schön, ne? Aber das könnten wir da gut hinmachen. Noch geht das. So, und dann machen wir... Wir drücken mal Pause. Die Dinger hier kommen weg.
So. Straße. Gucken wir mal, dass wir das sauber hier eingebunden kriegen, ja? Wirklich sauber. Einfach auf der Höhe hier. So und so. Es ist halt einfach so. Ich weiß, man kann es auch in die Natur einfügen hier, ja. Aber seien wir ehrlich. Der Mensch hat einen Drang, alles schön gerade und ordentlich zu machen. Und wir machen es auch, ne? So, können wir das hier nämlich wieder runter machen. Ja. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier reinkriegen. So, was haben wir jetzt hier? Eine Bio-Pellet-Fabrik. Was braucht die? Die braucht, glaube ich, nur Holz, ne? Kriegen wir die hier rein? Ich will die längs stellen. Hier ran? Geht das? So, gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das lasse ich mir noch gefallen. Obwohl das auch schon wieder ein bisschen höher geht, ne? So, was haben wir sonst noch? Wir hatten hier noch was, ne? Wir hatten das Sägespäne-Lager. So, hier sind die Arbeiterunterkünfte. Das sind die Straßen, ne, der Zaun, Lagerhäuser. Buff. Ja, jetzt geht das hier schon wieder hoch, ne? Wir brauchen noch eine Straße. So. Und jetzt kommen da erstmal zwei. Sollen wir die hier hinmachen? Können ja gleich auch hingehen. Oder am besten können wir das direkt machen, ne? So, wir nehmen mal den. Und dann sagen wir, kriege ich das wieder hin hier? Auf Geländehöhe hier. Zack. Dann macht das runter. Nicht hoch. Echt jetzt? Ich hätte eher gedacht, er macht das hoch. Naja. Gucken wir mal. So. Die haben wir, die haben wir. Wir brauchen das Ding ins Lager hier. Haben wir. Wir brauchen nicht das Lager. Wir brauchen unsere... Hier, unsere Arbeiterunterkünfte. Die brauchen wir. Die passen gar nicht hier hin, ne? Junge, sind die groß? Schau mal an. Nein, nicht da. Alter, wie groß sind die bitte? Was sind das für Unterkünfte? Wie viele Leute sind da drin? Da bin ich mal gespannt. Die Bio-Pellet-Fabrik hier in der Mitte, die braucht bestimmt viel Rohholzprodukte. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem, meine Damen und Herren. Wir werden nämlich diese Straße hier einfach weiterführen. So. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie groß wir die kriegen. So, wie wär's mit denen hier? Kriegen wir da zwei Stück hin? Kommt da aber was raus. Kleines Baumsetzlingfeld, 6400 pro Woche. Und hier 4800 pro Woche. Ah, die anderen haben wir noch nicht, ne? Verfügen Sie über ein Forstwirtschaftsgebiet der Stufe 3, Stufe 5, Stufe 4. 9600, 11200, 8000. Ja, nehmen wir erstmal das hier, obwohl da halt nicht viel los ist, ne? Nicht im Industriegebiet. Ja, dann müssen wir das doch mal erweitern hier, würde ich sagen. Schäm dich. So. Erweitern wir das einfach. Haha. Sehr gut. Jetzt aber. So. Zack, dann können wir hier direkt neue Straße machen. Dann machen wir erstmal nur die Seite. Und später dann auf der anderen Seite machen wir dann die ganz großen. So. Wie das aussieht, ey. Wie das aussieht, weil die da wieder hochgehen, ne? Weil die da wieder hochgehen. Wahrscheinlich habe ich wieder den verkehrten Bubble genommen, ne? Normal, nicht modifiziert. Dann hätten die einfach gerade gemacht, ne? Aber das können wir ja jetzt hier auch machen. Wir gehen jetzt einfach hin, zack. Zack, zack, zack. So, zack, auf Geländehöhe. Ne, nicht auf Geländehöhe, auf Objekthöhe hier, ne? Boop, guck, dann sind sie nämlich auch unten. So wollen wir das. Hier machen wir jetzt dasselbe.
Ach, schön. Upp. So. Und das sieht sogar noch relativ human aus, sagen wir es mal so. Ne? Können wir das Ganze jetzt ein bisschen schöner machen hier drumherum. Wir machen mal wieder an hier, so dass man das da nicht sieht hier. Dass das alles schön voll ist. So. Zack, die freuen sich dann. Jetzt haben sie gerade kein Wasser, weil hier oben ist kein Wasser. Das gefällt mir nicht. Wasser kriegt ihr noch. So. Strom haben sie, Gott sei Dank. Aber da müssen wir, wie gesagt, auch was tun. Und hier kann auch noch was getan werden. So, hier zwischendurch, da. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann sind hier die neuen Setzlinge. Was auch immer für welche. Feld, Treibhaus. Okay, Treibhaus, Feld. Die bringen echt Holz? Das finde ich ja lustig. Das finde ich ja lustig. Aber okay. Wieso nicht, ne? Wieso nicht? So, da kommt das Sägemehl rein. Hier ist das. Schon sind wir auf Stufe 2. Können wir direkt gucken, was wir hier noch brauchen. So, Rohholzprodukte. Eigenproduktion, Beschaffung 42 Tonnen. Das ist nicht gut. Machen noch Minus, weil wir verkaufen gar nichts. Ne? Die Biopelletfabrik, die muss halt erstmal Papier. Und dafür bräuchten wir noch ein Lager. So, fällt mir gerade ein. Das heißt, hier irgendwo noch ein Exportlager. Kleiner Holzplatz. Das hier? Nein, ah, hier waren die, ne? Hier waren die Lager, genau. Machen wir das mal einfach hier hin. So, was kommt hier rein? Papier war es, ne? Genau. Die produzieren Papier. Warum tut eine Biopelletfabrik Papier produzieren? Das verstehe ich nicht ganz. Warum? Warum? Biopellets, Pellets kenne ich jetzt nur von der Heizung her. Aber egal. So, das erste kleine Forstwirtschaftsgebiet hier steht. Wir gehen jetzt mal hier hin. Warten, dass die Monorail kommt. Kann ja nicht mehr lang dauern. Oder doch. Da kommt sie. Zack. Drücken wir mal Pause. Haben sie drin. Machen ganz langsam. So, Moment. Ich würde gerne hier First Person machen. Und dann fahren wir mal eine Runde damit, ja. Und lesen Kommentare. Der Fuhai schreibt nämlich, suche eventuell nur Ballon eintippen. Ich denke, sowas findet man eher als Luftballon. Hast du recht, können wir jetzt gleich noch gucken. Was zum Teufel stehen denn da, wie viele Leute? Und jetzt sehe ich erst, was wir hier für eine Achterbahn gebaut haben, ne? Hui, aber es funktioniert. Das ist wichtig. Übrigens, Parallel Road Tool habe ich nicht installiert. Ja. So, zweiter Kommentar vom Fuhai. 11 Minute 11:50. Hilfe! Hast du das Parallel Tool drauf, womit du Straßen direkt an den dran anderen machen kannst? Network Multitool zum Beispiel. By the way, Biffer Maschine, was das Spiel angeht. Ich selber bekomme auch nicht immer den Stau weg. Zu Biffer gebe ich dir recht. Der ist echt ein absoluter Profi und Gott, was Verkehr angeht, ne? Und nein, Multitool und das ganze Parallel Road Tool und so weiter habe ich nicht drauf, weil ich wollte nicht wieder direkt 85 Bazillionen verschiedene Mods und Tools und sonst was runterladen, ja. Und dann geht wieder nichts mehr, wir kennen es ja, ne. Gerade im Hinblick auf das Update, was da kam, das DLC und hast du nicht gesehen. Ne? So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier rausgehen kann. Ich kann auf jeden Fall gucken, Mann, sieht das cool aus. Ich müsste jetzt Pause drücken, um runter zu scrollen für die nächsten beiden Kommentare. Also lassen wir einfach mal kurz hier die Monorail laufen. Wir kommen ja gerade schön in die Stadt rein hier. Passt, würde ich sagen. Hier müssten auch jede Menge Leute stehen. Junge, ich möchte nicht wissen, wie viel das Land hier rechts neben uns wert ist. Da sind Leute krank oder was? Tatsache, da sind Leute krank. Müssen wir gucken. Ich habe es gesehen, da sind Leute krank. Juhu! Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, gleich ist schon Ende hier, aber guck mal, was für einen Unterschied das macht mit den runtergeladenen Bäumen. Ne? Guck mal, die komischen kleinen Fransen hier rechts und links an der Straße und dann die großen Tannen und so weiter. Wumm, die Bude voll hier. Gefällt mir. Ab in die andere Richtung, aber wir waren ja schon mit, deswegen gehen wir jetzt hier wieder raus. So, hast du gemerkt? Bzzzp, gießt sich wieder nach links hier.
weil ich gerade runterscrollen muss für die nächsten Kommentare. So waren wir, glaube ich, ne? Genau, so waren wir. Sehr schön. Das ist echt schön, wie grün das bei uns hier ist. Das gefällt mir. Wie grün. Richtig, richtig schön. So, warum sind die alle krank hier, wenn ich fragen darf? Kranke Bürger, warum? Was ist hier los? Wasser, Abwasser. Haben wir hier keinen Arzt? Arztpraxis? Wo haben wir denn in der Arztpraxis? Da hinten sind zwei Stück. Okay. Ach, das zählt zur Gesundheit. Da ist ein Krankenhaus. Echt kein Arzt hier. Da ist nix, hier ist nix. Ist ja schlimm. Was machen wir denn da? Ja, ihn hinsetzen. So, wachsen jetzt noch mehr? Ich meine, auch wenn da hinten ein Krankenhaus ist und das eigentlich lächerlich wäre vom Weg her. Irgendwie. Was haben die hier? Kranke Bürger. Warum werden die denn jetzt krank? Müll? Da müssen wir auch noch was machen. 384.000 Einheiten pro Woche Produktion, 168.000 Verbrennungskapazität. Mülldeponie, Speicher 0. Eigentlich müssten die überquillen. Ich habe immer noch nicht gefunden, woran das liegt. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich kann dir nicht sagen, was. Guck mal, da ist Müll. Wir machen jetzt einfach noch so eine Mega-Verbrennung hin. Da sowas hier. Und so ein Garbage-Atomizer. Der stinkt zwar und macht Krach, aber der wird jetzt hier hingesetzt, bis wir ihn irgendwo schön verstecken können. So, dass das funktioniert. Und die Leute hier nicht mehr im Müll ersticken. Zack. War das jetzt hier oder was? Wir machen mal wieder schnell. Ding, ding. So. Wie sieht's aus? Ist der Arzt hier, die Arztpraxis im Betrieb? Krankenwagen in Verwendung 0 von 8. Behandelte Patienten letzte Woche 0. Kapazität 100. Die müssten schon unterwegs sein. Auch hier Müllreserven 0. Ich verstehe es nicht. Ich muss unbedingt gucken, was wir gemacht haben. Die sind echt alle krank hier. Das kann eigentlich nur Wasser, Abwasser? Nein. Strom? Nein. Warum sind die krank? Gibt es bei Katastrophen irgendwie eine Epidemie oder so? Ich sehe keine. Ich glaube, die haben wir ausgestellt. Verstehe ich jetzt nicht, warum die krank sind. Mark B. schreibt, Moin Edel, die wollen nicht nur alle auf die eine Straße, die können auch nur auf die eine Straße. Ja, wir haben ja noch nichts dran, ne? Wir haben nur die eine Straße. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Genau. So, wie viel haben wir jetzt überhaupt? 40.000. Für den nächsten brauchen wir 50.000, ne? Und dann kommt nur noch 65.000 mit allen Kacheln. Dann wird's lustig. Ob wir hier 65.000 hinkriegen? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. Eieieiei. Hier ist alles da. Das passt. Sehr gut. Die Mülldeponie. 0%. Ja, irgendwie haben wir... ich glaube, wir haben Müllwagen mit unendlichen Müllsäcken oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie der Sack vom Nikolaus, ne? So kommt mir das vor. Immer weiter, immer weiter. So, Fuhai schreibt noch zum letzten Mal jetzt Minute 37. Wenn du die Autobahnauffahrt, Abfahrt länger machst, kannst du zweispurig abfahren und somit den Stau von der Autobahn entfernen. Oben dann kurzzeitig aus 2x3-spurig machen und links sowie rechts abbiegen, separat machen. Zu den Monorails, du fragtest, wie du die da reinbekommst. Unten links kannst du die direkt auf die Straße machen. Das ist nicht so viel Verkehr, so hast du ein bisschen mehr Platz. Und somit auch hübscher, ohne die ganze Zeit von der Straße zur Seite und zurück. In der großen Stadt geht's, aber unten sieht es eher semi-geil aus. Wenn du die dann noch an den Kreuzungen machst, können Ankommende direkt wegfahren und sorgen nicht einseitig für Stau. So viel von mir und nun weitermachen. Super Fuhai. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden von dem, was du... Eins, ich glaube, du willst nicht, dass wir zum Beispiel hier in der Stadt immer so hier an die Seite fahren und die rauslassen, ne? Sondern das direkt auf der Straße machen, oder? Kann man machen, haben wir ja gesehen. Wo ist die Monorail? Monorail. Straßenbahn, U-Bahn, Zug. Meine Güte, Schiff, Lufttransport. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo ist die Monorail? Wo ist die Monorail? Hallo? Gibt es natürlich keine Monorail mehr hier, oder was? Die wollen mich verarschen. Monorail?
Seilbahn, auf jeden Fall. Da ist die Monorail. So. Meinst du das hier? Monorailbahn mit einer Straße? Das ist nur der Bahnhof, ne? So, könnt ihr hier hinsetzen. Ja, nur Bahn, Metro und Bahn und Metro. So, okay, den will ich nicht. Also du müsstest schon den hier haben mit Straße. Aber, was ich meinte vorher, guck mal, das hier ist nur zweispurig. Und wir haben hier überall nur die fetten sechsspurigen. Dann hättest du immer, wenn ich den Bahnhof hier drauf packe, hättest du immer ein Nadelöhr von 3 auf 2, von 3 auf 2. Ob das so gut ist, gerade im Hinblick auf meine Künste, Verkehrsstaus auflösen zu können, ja? Ich glaube, damit würde ich persönlich nur mehr Chaos verursachen als beheben. Deswegen gehe ich lieber den sicheren Weg und setze dich hier so an die Seite. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber ich denke mal, das funktioniert dann besser als das hier. So, die Monorail läuft. Wir haben 41.000 Einwohner jetzt gleich. Hier ist wieder Ruhe, da brennt's, super. Ich muss unbedingt noch gucken, warum die alle krank sind, warum die da oben, warum die Müllabfuhr immer weiter abfährt und überall Null drin steht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich garantiere dir irgendwas umgestellt. Müsst einfach mal im letzten LP nachgucken. Da findest du bestimmt den Fehler. Und wir haben unser erstes Forstgebiet mit der Bio-Pellet-Fabrik. Finde ich richtig, richtig geil. Wenn du das auch geil findest, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.